In diesem Video wird erklärt, wie man das Snake-Spiel oder Schlangenspiel programmiert. Und zwar, wenn ich Start drücke, dann ist das Grüne jetzt die Schlange. Wenn ich nach oben gehe, dann bewegt sie sich nach oben. Und so kann ich mit den Pfeiltasten die Schlange bewegen. Wenn es das frisst, diesen Apfel, dann verschwindet er, erscheint in einer neuen Zufallsposition. Und wenn die Schlange sie selber frisst, dann ist Game Over. Oder auch, wenn die Schlange da am Rand zur Weg kommt, ist auch Game Over. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, als Schlange nehmen wir mal, keine Ahnung, den Ball her und als, nehmen wir auch den Apfel her. Das heißt, da würde ich jetzt mal sagen, den setzen wir jetzt einmal over auf 50 als Größe, dann ist er ein bisschen kleiner und den Ball würde ich auch mehr auf 50 übersetzen, dann ist es auch kleiner. Am Start will ich, so wie es jetzt da auch gewesen ist, wenn ich starte, dann will ich, dass sie die Schlange da in der Mitte startet und nach rechts um bewegt. Das bedeutet, in der Mitte starten ist welcher Position, da kann man da mal schauen. Das X ist die Links-Rechts-Position. Und zwar, je weiter ich rechts bin, desto weiter bin ich im Plus drüben. Und je weiter links ich bin, da ist ungefähr 0 irgendwo da. Ich sage X0, dann bin ich genau links-rechts genau da. Und je weiter links ich gehe, desto tiefer im Minus bin ich. Bei Y, je weiter im Plus, desto höhere Pluszahl. Und je weiter unten, desto höhere Minus, desto tiefer im Minus bin ich. Das heißt 0,0. Wert, das kann ich so eh einstellen, einmal genau da mittig sein von dem Plattel. Das heißt, wenn ich jetzt mal, das ist mein erster Schritt, ich sage, wenn ich starte, dann soll was passieren, dann soll er mal die X und Y zu 0 setzen. Das heißt, wenn jetzt da war und ich drücke Start, dann fange ich mal auf jeden Fall da an. Jetzt schauen wir mal, wie geht denn eine Bewegung. Bewegung heißt zum Beispiel, ändere X um 10. Das heißt, wenn ich jetzt Start drücke, dann hupft er um 10 nicht um. Soll er aber jetzt immer wieder machen. Das heißt, wenn dann müsste ich da sagen, wiederhole es fortlaufend, ändere x um 10. So bewegt sich einmal was. Jetzt fährt er immer um 10 um. Jetzt würde ich einmal grundsätzlich sagen, ändere es nur um 4, dann fährt er ein bisschen langsamer. Das ist schon mal gut so. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ändere y um 4 oder sagen wir mal minus 4, dann ändert das x in die andere Richtung um minus 4. Wenn ich sage, y ist nach oben unten. Aber ich möchte jetzt, dass er startmäßig einmal so umfährt. So wie es eben da auch ist, er fährt so um mit einer gewissen Geschwindigkeit von mitten zuerst nach rechts. So, jetzt muss ich programmieren, wenn ich die Pfeiltasten drücke, und zwar Pfeil nach oben, also nach oben fahren und so weiter. Da definiere ich mal eine neue Variable. Die Variable nennt man Richtung. Die könnt ihr grundsätzlich auch nennen, wie ihr wollt. Wenn ihr euch verschreibt, ist auch wurscht. Nur, dass ihr wisst, um was geht es bei der Variable. Da wird jetzt die Richtung definiert. Ich möchte jetzt, wenn ich die Pfeiltaste nach oben drücke, dann muss er die Variable Richtung auf irgendeinen Wert setzen. Das heißt, auf den Wert aus oder auf den Wert, da kann ich irgendeinen Wert hernehmen. Das heißt, da kann ich jetzt sagen, wenn ich die Taste nach oben drücke, dann soll er setze die Variable Richtung auf OAS. Oder ich könnte da irgendwas einschreiben, zum Beispiel auf JHF. Ich darf jetzt logischerweise einschreiben auf oben. Das nennen wir einfach oben. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben drücke, dann seht ihr schon, die Richtung wird nach oben, im Hintergrund wird einfach diese Variable Richtung mit dem Wort oben besetzt. So, und jetzt sage ich, okay, wenn ich nach unten drücke, dann soll ich statt der Richtung unten hinschreiben, wenn ich rechts und so weiter, also das heißt jetzt da einmal rechts, dann nenne ich es rechts. Wenn es da einen Fehler habt, ist es wurscht, könnt ihr einen Rechtschreibfehler haben. Das ist jetzt gleich. So. Jetzt könnt ihr auch, wenn nach oben, dann soll ich die Variable Richtung 5 heißen und bei unten soll es 13 heißen, ist ganz egal. Was man jetzt da muss, ist, falls, das machen wir jetzt, müssen wir jetzt eine Falls-Sache machen. Wenn die Variable ist gleich oben ist, dann soll er sie nach oben bewegen. Das heißt, jetzt schauen wir mal so ist gleich aus, wo haben wir ist gleich da. Falls die Variable Richtung ist gleich oben ist. Wenn jetzt da bei oben zum Beispiel 5 reingeschrieben wird, dann müsste die da natürlich auch 5 hernehmen. Wenn die oben ist, was soll ich dann sein?
dann soll sich der nicht mehr da oben bewegen, sondern er soll sich nach oben bewegen. Dann soll er ändere y um 4. Das heißt, dann bewegt er sich nach oben. Und falls die Richtung aber jetzt unten ist, dann ändere y um minus 4, dann ändert es y. Das gleiche ist jetzt, falls links und falls rechts, falls die Richtung links ist, dann soll er aber nicht y ändern, sondern soll er das x ändern, und zwar um plus 4. 4 ist jetzt irgendeine Zahl, ich konnte da 3 nehmen, ist egal, das ist jetzt nur die Geschwindigkeit. Nein, bei links muss er ins Minus fahren, da fährt er minus 4, und wenn die Richtung rechts ist, dann soll er plus 4 sagen. Ich würde sagen, ganz am Anfang, da würde ich sagen, setze Richtung immer auf rechts. Ganz am Anfang soll er die Richtung auf rechts setzen. Und dann soll ich jetzt, da machen wir das weg und das bauen wir mal rein da, weil er es ja fortlaufend wiederholen muss. Das heißt, am Anfang geht er auf die Position 0,0. Dann setzt er die Richtung auf rechts, Standard. Und wenn die Richtung rechts ist, dann tut er das x um 4 verändern. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ich jetzt nach oben drücke, fährt er nach oben. Wenn ich nach links drücke, nach links. Wenn ich nach unten drücke, nach unten. Ja? Was jetzt nicht da darf, wenn er nach unten fährt, dass er dann gleich nach oben fährt. Also die kann jetzt, wenn er nach unten fährt, nur nach links und rechts fahren. Aber nicht so und jetzt umdrehen nach oben. Das soll nicht gehen. Das heißt, das muss ich jetzt auch noch programmieren. Ich muss jetzt da sagen, okay, da darf ich jetzt sagen, wenn, falls die Richtung da und dann nicht unten ist, also ich muss jetzt sagen, die Richtung darf er nur dann nach oben setzen, so, wenn er der V links ist oder links oder rechts fährt. Das heißt, er kann nicht zuerst nach unten fahren und auf einmal umdrehen und nach oben fahren, das geht nicht. Weil das sieht man ja da auch, ich kann jetzt da nicht links umfahren, das kann er schlagen nicht. Ich kann nur nach oben fahren und so umfahren, aber also so kann er jetzt links-rechts fahren, aber nicht also quasi sie in sich selber umdrehen. Das heißt, da müssen wir jetzt sagen, okay, das soll ja nur dann da die Richtung nach oben setzen, falls die Richtung nicht gerade unten ist. Das heißt, falls gibt es da ein Nicht, da dann Nicht. So. Ja, falls nicht, falls wo es nicht ist, falls die Richtung nicht gleich unten ist. Also falls die Richtung gleich unten, und zwar nicht. Das heißt, wenn die Richtung nicht unten ist, dann soll das mit der Pfeiltaste nach oben gehen, dass er sich nach oben bewegt. Das heißt, wenn er so umgeht, geht es nach oben. Wenn er sich nach links bewegt, geht es nach oben. Aber wenn es nach unten geht, kann er nicht nach oben gleichzeitig fahren. Ja, und sonst, wenn die Richtung unten ist, dann passiert mit dem Pfeil gar nichts. Das heißt, da sage ich jetzt an, da wird die Richtung ja bei unten nach unten gesetzt und da darf sie natürlich nicht oben sein. Das gleiche da und da, das heißt, da setze ich die Richtung ja dann auf rechts und dann darf sie aber nicht links davor gewesen sein. Und da setze ich die Richtung, die da machen wir weg, die Teile da. Da setze ich die Richtung auf links, aber fest, da darf sie davor nicht rechts gewesen sein. So, das heißt, jetzt schauen wir es uns einmal an. Jetzt kann ich nicht nach links fahren, aber nach oben kann ich fahren. Jetzt kann ich nach links fahren, jetzt kann ich nicht nach rechts fahren, aber nach unten. Und genauso soll es sein. Das ist schon mal der erste Schritt jetzt.